Hey Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy X. Wir sind hier oben beim Berg Garaset und sind nun kurz vor Xenarkand, dem letzten Gebiet. Mensch, das ist so krass. Oh, ich bin schon so gespannt. Wir nähern uns ja dem Ende der Reise, ne? Seht euch das an, da sind die Ruinen von Xenarkand. Eine Stadt, die ich mit meinen eigenen Augen sehen musste. Und irgendwie hat es auf jeden Fall sehr viel Ähnlichkeit mit der Stadt von vor 1000 Jahren, wo Tidos herkommt. Ja, das kann echt gut möglich sein, dass es das letzte Kapitel ist. Das ist schon krass. Slipping through my fingers. Slipping away, before I could pin them down with words. Yuna, I say no. If we go down there, then you'll... Riku, you're a true friend, and I thank you, but I must go. Ja. I'm not saying we shouldn't go. But shouldn't we think about it some more? There's gotta be some kind of way we can save you, Yuna. All my life, I knew this moment would come. Yuni. No, traurig. Thank you. Riku. Thank you for everything. Noch voll so, als ob sie jetzt abhaut und Riku nicht mehr wieder sieht und so. Say that, Yuni. It's not over yet. Tell Sid, thank you. No, you can tell him yourself. Da gebe ich Riku aber recht. Kimari, let's go. So, die gehen schon mal vor, aber wir gucken uns mal den Spheroin an, den Yuna jetzt hat fallen lassen. Ich bin gespannt, was da aufgezeichnet ist. Oh, ein Audio-Spheroid, ja, der ist ohne Bild. Dass es sowas gibt. Mensch. Technik, ja. Kommt da was? Ja doch, hier Rauschen des Meeres irgendwie. Sir Orin, Kimari told me, when my father wanted me taken from before. Ah, das hat sie aufgenommen, als wir bei der Mihenstraße waren. Wo Tidus dann zu ihr geht, an diese Klippe ran. I am truly glad that I had that chance. Having you as a guardian was so great an honor. I don't know how to thank you. Perhaps if I defeat Sin, that will be my thanks to you. That's what I'll do. Yes. I will challenge Sin. I will defeat Sin. Natürlich. If you are all there watching this, wir besiegen Sin, sicher. Egal was passiert. Sin is already gone. And so am I. I suppose. Anyway, I just wanted to say, Sir Orin, I thank you. Kimari. Das ist jetzt voll sowas wie so ein Testament irgendwie. Hat sie aufgenommen, um einen zu sehen, bevor sie stirbt, oder wie? Irgendwie nicht cool. Wenn man sich so vorstellt, ja, Yuna, die darf doch gar nicht sterben. Ist doch Yuna. Everyone was saying what a hero my father was. I was so happy. But when night came, it occurred to me. My father had defeated Sin, and now he was dead. Now I was all alone. No. I couldn't sleep.
Die arme kleine Yuna. So I wandered into the town, away from the celebrating crowds. I stood on the bridge in Bavel, where my father and I had parted. Standing there, alone, I could see the fields where he had fought Sin. Then, you appeared, Kamari. You said you were looking for the daughter of Braska, remember? Erstmal die Stimme tiefer machen, wie Kimari redet. Until I realized what a gentle person you are. You weren't used to talking to children. When I told you that I was Braska's daughter, you said you would take me as far from Bavel as you could. That it was the wish of a man facing death. I think I cried then. No. Because that was when voll traurig irgendwie so. Und dann kam Kimari zu dem kleinen Mädchen. Hat gesagt, ja, so ein Sterbender, dann will das wirklich da und da bringen. Und dann denkt sie natürlich an ihren Vater, oh, mein Vater ist tot. So nach dem Motto, auch voll traurig. Aber in Besaid wurde dann alles besser, ne? I held on to you crying, don't go, don't go. And you listened, Kimari. You stayed. Kimari, thank you. Das ist lieb von Kimari. Thank you so much. And I've always liked your broken horn. Waka, Lulu. I'll never forget my days spent with you. Growing up in Besaid, we always played together, us and Chapu. That's why I was always so happy, I think. Das ist ja toll. And when you refused to let me become a summoner, and I did it anyway, I'm sorry. I've always wanted to apologize. You know, when you tried to stop me then, really, I was happy. I could tell you really cared about me. You were like my big brother and sister. No, I think you really were my big brother and sister. Aber sollte es auch schön, wenn man sowas hört, dass sie sich halt so nahe gekommen sind, so dick zusammengewachsen sind wie Geschwister. Voll schön. Das mag ich. I even love it when you scold me, Lulu. Really. I guess that leaves the newest guardian. Der Grünschnabel. Star player of the Xanarkand Apes. Voll schade, dass Riku da ausgelassen wurde, aber da haben die Riku ja noch gar nicht gekannt. I am. Well, I'm glad. I'm glad that we met. We haven't even known each other that long, but. It's funny. It's funny. So this is what it feels like. It's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined. Wonderful. But it hurts sometimes. No. I wonder. I just want to say thank you for everything. Maybe that's why it hurts. When I think about us never being together again at all. I'm afraid. Nur keine Angst haben, alles wird gut. Wir werden uns schon irgendwie wiedersehen. Und in dem Moment kommt dann Tidos und hat sie unterbrochen. Und da war dann Schluss. Ja, ist doch eine nette Aufnahme gewesen. So, wir können weitergehen. Ist hier irgendwas? Nö, nicht mal eine Kiste, gemein. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Wir sind ja nun gleich da bei Xanarkand. Oh, ist so krass, Freunde. Schon im letzten Gebiet der Reise. Da und hier voll krass. Schade, dass hier keine Kisten sind. Ja, hier ist doch so viel Platz für versteckte Kisten oder sowas.
Und dann hier die ganzen Ruinen und die Gebäude sehen genauso aus wie in dem Xenakern von Tidus. Und wie groß das alles ist. Voll übel. Stell dir vor, wir würden hier abrutschen, einfach mal. Einfach runterstürzen. Oh Mann, das ist so krass, wie weit wir jetzt schon sind, wie weit wir das Let's Play jetzt schon geschafft haben. Das ist richtig übel. Und seht euch das an, Leute, diese Stelle hier kennen wir doch woher. Genau, Freunde. Das hier ist der Ort, an dem praktisch diese Sequenz am Anfang des Let's Plays begonnen hat. Und im Grunde spielt sich diese Sequenz jetzt nochmal von vorne ab. Das ist krass, oder? Wir sind jetzt in Xenakern, Freunde. Das, was wir praktisch die ganze Zeit als Ziel vor Augen hatten, wo wir hin mussten. Der ganze Weg hier, die ganzen Bestien holen und alles, was wir erlebt haben, die ganzen Monster, die wir gekillt haben, die ganzen fetten Bosse. Alles nur, um hierher zu kommen. Das ist schon fett. Nur wenn man sich vorstellt, dass es bald vorbei sein soll, dann ist das schon irgendwie schade. Oder man stellt sich jetzt die Fragen, wir sind jetzt in Xenakern, ne? Ist das Ziel für Yuna, wo sie die hohe Beschwörung erlernen soll? Und da fragt man sich nur irgendwie, ja, was passiert jetzt so? Rico und Tidus, die wollen ja irgendwas dagegen tun, dass Yuna stirbt. Und der Rest, der will ja auch nicht wirklich, dass Yuna jetzt weg ist. Aber hier, aber was wird sie machen? Wird sie dann die hohe Beschwörung erhalten oder doch nicht? Oder was passiert, wenn wir dann Yuna Leska treffen, die hier ja auf die Media wartet? Also ich bin mehr als gespannt auf das, was jetzt noch passieren wird. Vor allem, wie Xenakern aussieht. Wir müssen ja erstmal durchlaufen hier durch die kaputte Stadt, ne? Was hier für Monsterhausen. Ist ja sicher nicht monsterfrei. Ist schon echt krass. Ja, vielleicht das letzte Kapitel der Reise. Los, Tidus, sprich deinen Text. Lass uns weiterzocken. Verzeihung. Listen to my story. This may be our last chance. Das ist voll übel. So hat's ja angefangen. Deswegen soll er die ganze Geschichte erfahren. Und immer wieder hat man ja beim Zocken diesen Rückblick. Aus der, als wenn der jetzige Tidus über seine Erinnerung spricht. Das ist total cool gemacht. So ein richtiger Geschichtenerzähler. Das ist toll. Das ist einfach nur ein tolles Spiel. Hey, there was more, right? I mean, like that time. Anyone? Worüber sprechen die jetzt? I think. Yes? I think that we should stop. Maybe. For now. Boah! Aber wieso? Oh, die Musik. Und nun ziehen langsam alle los. Mit der Musik. Und die Musik ist. Die löst auch so ein bisschen Gänsehaut in mir aus, ich weiß nicht. Wenn man sich jetzt in Tidus in der Lage versetzt. Rico, ich will mit dir reden. Oder mit irgendwem. Oren! Keiner will mit mir quatschen, alle hassen mich. Oh, der Speicherpunkt. Schneller speichern.
Voll krass, die Musik hatten wir auch ja, zum Beispiel bei der Mihen-Offensive, als Tidus dann Jack hinterher geschwommen ist. Puh. Und jetzt so durch den Nacken rennen. Ja, wir müssen über die kaputten Gebäude, über die Brücken, über alles, was hier zerstört ist, die ganzen Ruinen. Und am Himmel dieser Schweif aus Astra ist auch voll krass. Ich glaube, ja, das ist ein Behemoth. Ich glaube, die Gegner, die man hier besiegt, die werden praktisch, ich sag jetzt mal, dem Konto gut geschrieben für Garazet. Warum nicht? Ich kann ja ein bisschen kämpfen, ne? Ja doch, warum nicht? Ach ja, der war immun, der Assi. Der Aslak. Nein, Juna! Tod. Boah, 4000 Schaden. Kranke Scheiße. Bam. Er ist immun gegen Brecher, das ist ja mal ein Typi. Nein, nicht aufspießen! Nicht aufspießen! Nicht aufspießen! Fast tot. Nochmal aufspießen! Was ist los mit dir, du kranke Sau? Oh, Tilo, der ist auch tot. What the fuck ist los hier? Ne, ernsthaft, was zur Hölle ist mit diesem Behemoth los? Ich will doch nicht kämpfen, Freunde. Alter! Tidus, schnell, nein! Schnell weg hier und tschüss, Mann! Voll übel! Wieso war der so stark? Ach, guck mal, ich habe ja auch noch Felder zu gehen. Hätte ich ja Offscreen machen können, sollen, wollen. Mann. Nee, komm, wir gehen einfach mal weiter. Da liegt da sogar eine Kiste, Freunde, eine Kiste! Eine Kiste, die einen Sender kennt! Glücksspheroid, ey, jetzt haben wir schon 3 Stück, oder? Nochmal hier ordnen und dann machen wir mal aus, was wir nochmal ordnen. Lasst uns mal gucken hier. Oh, Glücksspheroid schon 4 Stück. Fortuna haben wir 2. Können wir 2 Level 4er Felder machen? Das ist krass. Und da ist wieder der Behemoth. Okay, wenn ich Behemoth fangen will, ab nach Zelda-Cant. So, ich wechsle mal zu Rico und beklaue den Arsch. Und dann hau ich ab. Der ist mir noch ein bisschen zu böse. Und tschüss. So, Freunde, wir gehen weiter durch den Erkennen. Voll traurig. Oh, das ist eine Kiste und oh, dieser ganze Weg. Close enough. Okay. Ja doch, die ganzen Seelen, die hier rumfliegen. Das sieht schon übel aus. Nicht lenken. Okay, Mandragora gibt es hier auch. Ich klaue einfach Allheilmilde hier schön, ne? Und dann sage ich tschüss. Was doof beim Monsterfangen ist, es gibt wirklich Monster, die so extrem selten kommen und da hat man echt keine Ahnung, wie man das irgendwie beeinflussen kann, dass die öfter kommen. Das ist richtig fies. So, ich klaue wieder hier Putzmittel. Und verpiss mich. Ich habe echt keinen Bock, gegen die ganzen Gegner zu kämpfen. Die sind alle zu böse. So, Freunde. Ich werde aber auf jeden Fall, ich werde mal gucken, ob ich offscreen nachher noch ein bisschen level. Mal gucken. Mentalarm. Lass mich raten. MP. Genau, MP-Generator. Habe ich gewusst. Oder habe ich mir sehr doll gedacht. Ja, Freunde, seht euch das an. Wir sind schon wieder fast im nächsten Areal, wenn es so weitergeht. Und da kommt der große böse Behemoth. Klauen! Das ist ja irgendwie so eine Abwandlung von der Musik, die wir bei Macalania Seda gehört haben. Bei der Filmsequenz mit Tidus und Yuna. Die Musik, die kommt ja auch so ein bisschen davon. Ja, wir klauen weiterhin und verziehen uns dann.
Das ist auch voll schön hier irgendwie. Die Musik und dann muss man hier langlaufen und... Wow! Speicher ist Veroid! Oh, jetzt müssen wir ja schon die Hälfte des Weges geschafft haben. Yevendom. Könnte das sein, dass das hier die Arena war? Die Xenakent Arena, genau. Und was bist du? Journeyer of the long road. I am the summoner Yuna. I have come from the island of Bisade. Your eyes, my dear, show me the long road. Wow, der kann den Reiseweg an den Augen ablesen. Der ist ja richtig krass. Very good. Very good. You have journeyed well. Lady Yuna Leska will surely welcome your arrival. Go to her now and bring your guardians with you. Okay. Oh, das ist auch so ein Leibloser. Und die Musik jetzt, die gefällt mir gar nicht. Puh. Ja, das ist echt das Stadium aus Xenakent. Ist das übel. Was ist denn das jetzt? It is the highest honor for which a guardian might ask. Use my life, Lady Yoken, and rid Spira of sin. What was that? Our predecessors. She said Lady Yoken, didn't she? Wait, she guarded High Summoner Yoken? Na, bestimmt. This dome is filled with fireflies. It's like one gigantic sphere. People's thoughts remain here forever. Das ist schon krass. Ja, meine Freunde. Ich möchte hier Schluss machen. Oh, da drüben ist auch schon wieder ein Speichersphäre und da hinten ist eine Kiste und so weiter. Ja, wir machen einfach mal Schluss. Und, ja, gucken, was uns im nächsten Part hier in Xenakent erwartet. Auf jeden Fall sind wir schon echt weit gekommen. Das ist echt übel. Wir sind in Xenakent, Leute. Krass, oder? Naja, dann machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Also, bis zum nächsten Part und tschüss, Leute.